Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wochenorakel. Ja, heute ist das Wochenorakel für die Zeit vom 16. bis 22. Mai dran. Ich habe hier die Lenormand-Karten ausgelegt. Wir legen hier quasi kein Thema fest. Wir schauen einfach, welches Thema zeigt sich. Das sind natürlich wie immer allgemeingültige Energien. Das kann jetzt hier auf dich zutreffen oder nicht. Am besten ist einfach, du schaust, was sich hier zeigt, wie sich die Woche dann für dich entwickelt. Du kannst natürlich bei mir eine persönliche Beratung haben. Ich habe dir in der Infobox meine Homepage hingeschrieben, wenn du mit mir telefonieren möchtest, wenn du eine Videolegung, E-Mail-Legung oder eine WhatsApp-Legung haben möchtest. Du bekommst natürlich auch bei mir eine Energiearbeit, wenn dich das interessiert. Ja, einfach in die Infobox schauen und da findest du alle Informationen. Ja, ich hätte gesagt, ich starte jetzt los mit der ersten Karte. Oh, da haben wir die männliche Hauptperson. Also es geht hier um eine dir wichtige Person. Das kann jetzt auch eine Frau sein. In der privaten Beratung, wenn du jetzt eine Frau wärst, wäre das dein Partner, dein Wunschpartner oder jemand, den du neu kennenlernst. Und hier in der allgemeinen Legung kann das auch eine Frau sein. Ja, das kann ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin sein, das kannst du sein, wer auch immer. Ja, schauen wir einfach mal die weiteren Karten an. Ja, da haben wir die Schlange. Die Schlange steht für Umwege, Verwicklungen, Komplikationen, entweder für dich oder mit einer anderen Person. Die Schlange ist hier in dem Fall noch nicht die Rivalin, weil bei mir wäre eine Rivalin, wenn das Herz oder der Ring dabei liegt. Bis jetzt geht es hier einfach um Umwege, die gegangen werden müssen, um Komplikationen und Verwicklungen für dich, wenn du hier als Personenkarte angezeigt werden sollst, oder also für dich mit einer anderen Person, oder aber es kommt eben hier zu Verwicklungen mit einer anderen Person. Ja, dann haben wir Nachrichten. Also du wirst hier in dieser Woche Nachrichten bekommen. Entweder sorgen diese Nachrichten für Verwicklungen oder diese Nachrichten kommen über Umwege, dass jemand hier quasi so um den heißen Brei herumredet, oder du wirst die oder derjenige sein, der sich hier bei jemandem melden möchte und man weiß nicht so recht wie und man redet hier eigentlich so um den heißen Brei. Und es kommt eben hier zu Verwicklungen, was Nachrichten betrifft. Ja, also diese Nachrichten scheinen nicht ganz klar zu sein. Dann haben wir die Eulen für Kummer, Sorgen, Aufregung und Getratsche. Vielleicht bist du hier die Person, die hier also Kummer hat, die hier Sorgen hat, wo es Verwicklungen gibt. Oder aber mit einer Person kommt es hier in der Kommunikation zu Verwicklungen, zu Sorgen und Unruhen. Ja, also es scheint in dieser Woche entweder für dich mit einer anderen Person einen Stress zu geben oder du löst bei einer anderen Person Stress aus. Ja, das kann natürlich auch sein. Alles zusammen quasi in Kombination mit den Nachrichten, die hier kommen werden, die hier ausgetauscht werden. Dann haben wir die Wege für eine Entscheidung. Entweder verlangst hier du von jemandem eine Entscheidung. Wir können jetzt nicht sehen, ob das eine berufliche Entscheidung ist, eine private Entscheidung ist. Entweder verlangst du hier von jemandem eine Entscheidung und jemand windet sich sozusagen, ja, dass du hier jemanden eine Nachricht zukommen lässt in Bezug zu einer Entscheidung, und das löst in deinem Gegenüber Unruhen, Stress und Verwicklungen aus, und er oder sie windet sich hier sozusagen, oder dich betrifft es, ja, dass du hier schon das Gefühl hast, du musst eine Entscheidung treffen, aber diese Entscheidung, ja, fällt dir nicht leicht, sie macht dir sehr viel Kummer, sie regt dich auf, und du versuchst hier irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen, also dich sozusagen winden wie eine Schlange aus dieser Situation. Aber es geht hier wirklich um eine Entscheidung in dieser Woche, die entweder du treffen sollst oder jemand anderes treffen wird. Aber es hat hier auf jeden Fall mit dir zu tun. Ja, und dann haben wir den Anker. Das kann jetzt eine berufliche Entscheidung sein. Vielleicht wartest du hier auf eine Zusage, wenn du dich wo beworben hast und da gibt es nur Komplikationen oder es sind Verwicklungen, etwas kommt über Umwege, diese Entscheidung. Hier kann man sagen, wenn du dich wo beworben hast, wird die Entscheidung für dich fallen, ja. Es wird aber noch dauern, also da werden noch, es ist noch ein bisschen was
im Stress, in der Unruhe, in der Aufregung. Aber ich sehe schon, dass die Entscheidung für dich fallen wird, wenn du dich wo beworben hast. Dann bekommst du hier eben eine schriftliche Zusage. Oder es dauert noch, dass einfach noch Umwege gegangen werden müssen. Ja, dass hier irgendwie der Postweg oder der E-Mail-Weg, dass da irgendetwas nicht so ganz funktioniert, würde auch passen zum rückläufigen Merkur. Aber wenn es hier bei dir um den Job geht, dann wirst du hier diesen Job bekommen. Aber das dauert noch. Da gibt es noch ein paar Umwege zu gehen. Betrifft es jetzt hier nicht deinen Job, sondern hier ein Liebesthema oder ein Familienthema mit einer anderen Person, dann geht es hier um die feste Verankerung, die feste Partnerschaft, die feste Verankerung mit jemandem. Entweder möchtest du von jemandem eine Entscheidung haben, ja, und das wird jetzt kommuniziert und das sorgt für sehr viel Unruhe, für sehr viele Verwicklungen, was diese Entscheidung betrifft, oder aber dir setzt hier jemand die Pistole an die Brust, was eine private Entscheidung betrifft. Und das versetzt dich in Sorge, in Kummer, in Stress, in Verwicklungen. Du weißt nicht, was du tun sollst in Bezug zu dieser Entscheidung. Ja, es kann auch beides sein. Es kann bei dir sehr wohl eine private als auch eine berufliche Entscheidung sein. Ja, da musst du einfach schauen, was kommt denn in dieser Woche. Urteile nicht zu schnell, das kann auch erst gegen Ende der Woche passieren, wenn du jetzt noch gar nichts damit anfangen kannst. Was natürlich auch noch sein kann, dass es im Job zu Nachrichten kommt, die für Stress und Unruhe sorgen. Aber ich glaube nicht, dass das hier wahnsinnig belastende Nachrichten sein werden, von wegen Jobkündigung und so weiter. Das sehe ich hier nicht, ja. Aber es kann durchaus sein, dass es im Job diese Woche verstärkt zu Verwicklungen kommt, zu Stress und Unruhen kommt, ja. Das ist jetzt völlig egal, um welches Thema es sich bei dir handelt. Klar ist, diese Woche wird eher stressig werden, da wird es einige Verwicklungen geben, ja. Also eine ganz so leichte Woche wird es jetzt nicht werden. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass es trotz alledem eine sehr erfolgreiche und schöne Woche wird. Ich freue mich bis zu den nächsten Orakeln. Alles Liebe, ciao! So, jetzt beantworte ich wieder eine Zuschauerfrage. Ihr könnt ja bei jedem Wochenorakel eine Frage mir in den Kommentaren reinschreiben und ich suche mir dann zum nächsten Wochenorakel eine Frage aus, einer Zuschauerin, eines Zuschauers, welches ich dann eben im darauffolgenden Wochenorakel beantworten werde. Und für heute habe ich mir die Frage ausgesucht von Trisha-3. Sie hat sich natürlich bedankt für die Kartenlegungen, die ich immer wieder anbiete und für euch mache. Und sie möchte gerne wissen, ob der Hausverkauf im Ausland Ende Juni 2022 erfolgreich sein wird. Und da mische ich jetzt mit den Lennemore-Karten, also die Lennemore-Karten mische ich jetzt durch. Und ich möchte einfach drei Karten haben, ob der Hausverkauf Ende Juni 2022 im Ausland Erfolg haben wird. Ja, die erste Karte, da haben wir die Schlange. Also es geht hier um Umwege, Komplikationen. Es wird noch Verwicklungen geben, ja. Also ganz so einfach wird es nicht werden. Dann haben wir die männliche Hauptperson. Vielleicht wirst du hier mit einer männlichen Person ja Schwierigkeiten haben oder es kommt einfach ja zu Verwicklungen mit einer männlichen Person. Und dann haben wir den Hund. Der Hund steht für Treue, für Hilfsbereitschaft. Vielleicht hilft dir auch ein Mann beim Verkauf, ja. Aber hier geht es ja um die Frage, ob der Hausverkauf Erfolg haben wird. Und ich würde sagen, ja, mit dem Hund auf jeden Fall. Es wird zwar nicht einfach werden, es können hier ein paar Umwege stattfinden, es kann auch sein, dass es noch zu Verwicklungen kommt, aber am Ende des Tages wird dieser Hausverkauf ja erfolgreich ja durchgeführt werden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung helfen. Ich wünsche euch allen natürlich eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao!